So hört es sich an, wenn die Hexen auf der Bellalp über die Piste fegen. Und natürlich wissen sie ganz genau, was eine richtige Hexe im Jahr 2016 ausmacht. Eine richtige Hexe, Anfang an ist der Hexenbesen. He? Und einfach unsere Umhänge. Und wir haben alle Jahr haben wir ein anderes Motto. Und wir sind einfach die Stierenberghexe. Abseits von all dem Hexengetöse messen sich an der Volksabfahrt aber auch seriöse Rennfahrer wie Thomas Zulauf. Sie nehmen die Abfahrt nicht auf die leichte Schulter. Die Vorbereitung beginnt meist schon Tage vor dem Rennen. Wir kommen meistens am Donnerstag sind wir da. Da können wir den ganzen Tag trainieren, hat nicht viele Leute. Und dann sind wir um Strecke auskundschaften und uns auch an Geschwindigkeit antasten. Seit 25 Jahren geht der Aargauer auf der Bellalp an den Start. Dem schnellsten winkt der Titel des Hexenmeisters. Dieses Jahr wird die Abfahrt auf einer verkürzten Strecke von knapp 4 Kilometern durchgeführt. Ja, ist super gelaufen. Ich bin zwar mit viel Respekt das Rennen angegangen, weil es ist vor allem die schwarze Flagge kam. Das heisst, das Rennabbruch ist irgendeiner jetzt abgetischt und wir haben jetzt zwei, drei heikle Stellen gesehen, wo ich einfach vorsichtiger gefahren bin. Für die Bestzeit hat es nicht gereicht. Doch am Ende überwiegt bei Hexen wie auch Rennfahrern die Freude darüber, dass sie alle die Abfahrt heil überstanden haben.